Der rote Felsen von Helgoland. Feuersteine und ihre magische Geschichte. Die deutsche Nordseeküste steckt voller Abenteuer. Hier leben Menschen, die wie ihre Vorfahren noch immer mit Fischerei ihren Lebensunterhalt verdienen. Menschen, die es gelernt haben, behutsam mit der Natur an Küste und Meer umzugehen und sich um die bedrohte Tierwelt kümmern. Die breitesten Strände an der deutschen Küste liegen in St. Peter-Ording. Hier sind die Strandsegler zu Hause. Mit 130 Stundenkilometer geht es über die Sandbänke. Die Route von Deutschlands Küsten führt heute von der Elbmündung hinter Hamburg bis St. Peter-Ording auf der Halbinsel Eiderstedt. Die Elbe kurz hinter Hamburg, Deutschlands großer Strom. Nach rund 1100 Kilometern quer durch Mitteleuropa mündet sie in die Nordsee. Von Norden stößt hier der Nordostseekanal hinzu. Er durchzieht als blaues Band Schleswig-Holstein und verbindet die Nordsee mit der Ostsee. Der Kanal ist die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Im Jahr passieren ihn über 40.000 Schiffe, doppelt so viele wie im Suezkanal, dreimal so viele wie im Panamakanal. Die Fahrt zwischen Nord- und Ostsee dauert 6 bis 8 Stunden. Eisenbahnbrücken und kleine Autofähren sorgen für den ungehinderten Verkehr über den Kanal, der international auch Kielkanal genannt wird. Die Schleuse Brunsbüttel. Hier mündet der Kanal in die Elbe und öffnet die Fahrt in die Nordsee. Das Tor zur weiten Welt. Ein Nadelöhr, denn beim Schleusen heißt es für die Schiffe zu warten, durchschnittlich 45 Minuten. Im Schnitt sind täglich 120 Schiffe im Kanal. Beim Gleiten in die Schleusenkammer werden sie an die Leine gelegt. Einer der Festmacher ist Kai Kraienbrink. Dann ist da eine Luft, sieht immer andere Leute, andere Kulturen, da viele Kulturen auf die Schiffe. Was machen wir mit den Kollegen zusammen? Also Teamarbeit hier ist ja sehr gefragt hier. Hinter dem Schiff schiebt sich das tonnenschwere Schleusentor zu. Die bis zu 270 Meter langen Giganten werden mit armdicken Trossen gesichert. Ja, die können das Schiffstauer reißen. Wenn das Schiff zu schnell reinkommt, das bremst ja meist mit den Seilen. Oder die meisten. Und ja, dann, wenn es zu schnell ist, dann reißt halt so ein Tau, ne? Für die Festmacher kein ungefährlicher Job. 4 gewaltige Schleusenkammern sind rund um die Uhr besetzt. Wenn es die Schleuse nicht gäbe, würde der Nordostseekanal bei Ebbe in die Nordsee auslaufen. Endlich ist es soweit. Das Schleusentor öffnet sich wieder und die Reise kann gleich weitergehen. 100 Kilometer lang ist der Kanal zwischen Nordsee und Ostsee. Den Schiffen erspart er einen bis zu 900 Kilometer längeren Weg um die Nordspitze Dänemarks. Die andere Richtung, aus dem Kanal heraus. An der Elbmündung kommt nun die offene Nordsee in Sicht. Nördlich der Schifffahrtsroute beginnt das Wattenmeer, ein Nationalpark. Eine einzigartige Welt, die zweimal am Tag ihr Gesicht ändert. Bei Flut überspült, bei Ebbe zieht sich das Wasser fast vollständig zurück. Wie eine Sichel im Meer, die Insel Trischen. Dieser Brut- und Rastplatz für Seevögel ist für Menschen gesperrt. Mit einer Ausnahme. In einer Hütte auf Stelzen lebt und forscht sie ganz allein. Die Biologin Janina Spalke. Einsam wie einst Robinson Crusoe. Das war immer so ein absoluter Traum und ich glaube, näher dran sein als hier kann man fast gar nicht. Also dadurch, dass ich auch allein bin und so viel Zeit habe zu beobachten und auch mit der Hütte eigentlich mitten im Brutgebiet stehe und im Rastgebiet, ich glaube, das ist einfach schon ziemlich privilegiert hier für mich, was ich hier erleben darf. Wo der Mensch einfach mal ganz demütig sich zurückzieht und sagt, hier lassen wir einfach mal die Natur Natur sein. Janinas Gefährten auf Trischen sind Alpenstrandläufer, Möwen, Austernfischer und Brandgänse. Da zähle ich einfach alle 2 Wochen alle Vögel, die hier auf der Insel sind. Dann musste ich eigentlich das ganze Frühjahr bis jetzt im Sommer hinein die Brutvögel erfassen, also wie viele Vögel hier tatsächlich brüten. Das sind alles Daten, die wattenmeerweit erhoben werden und dann, also auch mit den Niederlanden und Dänemark zusammen, und die dann ausgewertet werden. Und da geht es dann einfach darum, abzuschätzen, wie geht es den Populationen der einzelnen Vögel. Die 29-jährige Janina arbeitet für den NABU Schleswig-Holstein. In den letzten Jahren schrumpfen einige Seevögelpopulationen. Warum, weiß noch niemand. Um zu belegen, wie groß der Bruterfolg ist, vergleicht Janina die Brutzahlen des Frühjahrs mit der Anzahl der Jungvögel, die Stürme und Überflutungen am Ende des Sommers überlebt haben. Angst hat Janina nicht, weder vor Sturm noch vor Krankheit. Ihren Freund musste sie auf dem Festland zurücklassen. Um sich nicht einsam zu fühlen, hat sie ihren Tag diszipliniert durchgeplant. Das Verrückte war eigentlich, wir haben angelegt oder sind halt auf die Insel draufgefahren. Ich habe den Turm gesehen und die Hütte und habe gedacht, das war genau die richtige Entscheidung. Das werden 7 ganz gute Monate. Und dann war es eigentlich auch vom ersten Moment an ein gutes Gefühl. Irgendwann fand ich es auch nicht mehr komisch, am Strand zu laufen und zu wissen, es ist einfach niemand anders da. Also sonst habe ich immer gedacht, irgendwo müssten ja mal Leute sein. Also das ist ja natürlich das, was man kennt von anderen Inseln. Aber ich war einfach total froh. Das war dann meine Insel hier für diesen Sommer. Und ja, es war einfach nur ein ganz, ganz gutes Gefühl. Janinas einziger Kontakt zur Außenwelt ist das Versorgungsboot, das einmal in der Woche kommt. Hallo. Hallo Janina, komm an Bord. Der pensionierte Krabbenfischer Axel Rohwedder bringt Lebensmittel und Post. Hallo. Das ist schon so meine Verbindung zum Festland. Und Axel kommt immer, bringt einfach alle Sachen, die ich brauche, kümmert sich. Wir machen irgendwie an Bord nochmal ein gemütliches Frühstück oder so. Und das ist schon irgendwie natürlich gut, einmal in der Woche mit jemandem persönlich zu reden, nicht nur am Telefon. Danke. Mach's gut. Tschüss. Vor den Novemberstürmen muss Janina Trischen wieder verlassen. Sie weiß, es ist nicht ihr Paradies hier weit draußen im Meer. Ich finde, dass der Nationalpark einfach eine ganz gute Möglichkeit bietet, Natur Natur sein zu lassen. Und dass es einfach mal eine Zone ist, wo die Menschen überhaupt nicht eingreifen, sondern nur beobachten, was passiert, wenn man tatsächlich mal der Natur ihren Lauf lässt. Und das ist hier auf Trischen einfach ganz toll möglich. Das ist einfach was, was es fast nicht mehr an der schleswig-holsteinischen Küste gibt, sondern fast nur noch hier. In Sichtweite zum Vogelparadies Trischen ragt im Wattenmeer ein von Menschen gebauter Koloss empor. Die Mittelplate, Deutschlands einzige Ölbohrinsel, benannt nach einer Sandbank, auf der die Plattform 1986 errichtet wurde. Hier leben und arbeiten gut 100 Männer und Frauen auf engstem Raum. Uwe Rudolfi war von Anfang an dabei. Jeder hat hier 12 Stunden Schicht am Tag, 2 Wochen lang. Ich komme von der Ostseeküste und damals gab es ja noch Schwedeneck. Das waren 2 Plattformen in der Ostsee und die Landstation, die war in meinem Wohnort. Und da habe ich mich dann mal beworben, hatte Interesse und so und dann hat das Gott sei Dank geklappt. Und dann war ich 3 Jahre da und bin dann hierher gekommen. Und wenn ich mich so recht erinnere, das war alles mehr abenteuermäßig. Aber so die Arbeit, da denkt man gar nicht an andere Sachen, sondern man macht seinen Job. Unter der Sandbank liegen noch 30 Millionen Tonnen Erdöl, die in den nächsten Jahren gefördert werden sollen. Zurzeit liefert die Mittelplate 3% des deutschen Erdölbedarfs. Schwarzes Gold, das sich aus Pflanzen und Plankton in Millionen Jahren auf dem Grund der Urmeere abgelagert hat. Als Fördermeister kontrolliert Uwe Rudolfi den Bohrdruck und die Temperatur des geförderten Öls. Von hier aus wird es über eine Pipeline zum Festland weitergepumpt. Unser Öl ist sehr warm, kommt aus ca. 2000 Meter Tiefe jetzt hier. Also das kommt hier in etwa so mit 55 bis zu 70 Grad hier oben an. Das Öl der Mittelplate ist schwer, wegen seines hohen Paraffinanteils, begehrt für den Straßenbau. Mittelplate, die einzige Ölquelle Deutschlands, mitten im Nationalpark. Damit kein Tropfen Öl entweicht, wurde die Plattform komplett in eine Stahlwanne gesetzt. Der Halunder Jet. Mit 70 Stundenkilometern saust der Katamaran nach Helgoland. Bei so einem Wetter braucht niemand Spucktüten. Wie ein Pfeil fliegt der Katamaran über die Wellen der Nordsee. Helgoland liegt 150 Kilometer Luftlinie entfernt von Hamburg. Die einzige Hochseeinsel Deutschlands. Helgoland, roter Felsen im blauen Meer. 700 nach Christus siedelten hier die Friesen. Zur Hansezeit ein gefürchtetes Piratennest. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden große Teile der Insel wegen ihrer militärischen Anlagen von den Alliierten gesprengt. Helgoland ist wegen seines besonderen Klimas Seeheilbad und wegen seiner Lage im offenen Meer ein Paradies für Seevögel, die zu Tausenden an den 60 Meter hohen Klippen nisten. Die Lange Anna, das Wahrzeichen Helgolands. Dicht an dicht drängen sich auf dem freistehenden Felsen tausende Bastölpel und Lummen. Auf den Felsvorsprüngen ist Platz eine Kostbarkeit. Eine Meisterleistung, wer hier seine Jungen großzieht. Über 200 Millionen Jahre hat das Magma des Erdinnern gebraucht, bis Helgoland entstand. Und hat an diesem Ort etwas Einzigartiges zurückgelassen: den roten Feuerstein. Der einzige Fundort ist hier auf Helgoland. Es gibt ihn auf der ganzen Welt nicht ein zweites Mal. Das ist also eine Besonderheit der Natur. Der rote Feuerstein ist rot, weil der Eisen-3-Oxid definitiv drin ist. Aber wie es reingekommen ist, kann kein Wissenschaftler erklären. Das ist ein Geheimnis der Natur, der Mutter Erde. In der Steinzeit war Helgoland noch Bestandteil des europäischen Festlandes. Die Nomaden der Nordseestämme nahmen große Strapazen auf sich, um von hier den magischen roten Flint zu holen, für Amulette und besondere Jagdwaffen. Er wurde als kostbarer Schatz bis weit in den Süden gehandelt. Die Norwegerin Inga Ludwig kam vor 40 Jahren auf die Insel Helgoland und hat die sogenannten roten Diamanten für sich neu entdeckt. Ich sage immer, der Stein spricht zu mir. Und ich finde ihn, oder er findet mich meistens, weil es ist wirklich Zufall, dass er gerade da liegt. Denn er ist ja nicht immer da und nicht an jeder Stelle, er ist ja ganz vereinzelt nur da. Wenn es jetzt um den roten Feuerstein, Steine sind genug da, aber dieser rote Feuerstein. Und meistens habe ich so eine Eingebung und gehe irgendwo hin und dann finde ich auch einen. Und dann sage ich immer zu mir, Inga, wo einer ist, sind auch zwei. Und jetzt suche ich das Gebiet ein bisschen besser ab und dann finde ich auch noch einen zweiten oder einen dritten. Helgoland besteht eigentlich aus zwei Inseln, der Hauptinsel und der sogenannten Düne, auf der ein Flugplatz liegt, und die Badebuchten. Die Badegäste müssen sich den Strand mit Seehunden und Kegelrobben teilen, die hier Tag ein, Tag aus faul in der Sonne liegen. Ihre Scheu ist gering. Bis auf 20 Meter kann man sich ihnen nähern. Nur hier, auf der Düne, findet Inga Ludwig den roten Feuerstein, den das Meer in Jahrmillionen aus dem Inselgrund befreit und rundgespült hat. Erst der Blick ins Innere der Steine offenbart, ob der Fund wirklich ein Treffer ist. Um den Stein zu zerschlagen, braucht man wirklich Kraft, weil er ist natürlich sehr, sehr hart. Ne? Wenn du einen Diamant nimmst, es gibt so Härtegrade. Ein Diamant hat die Härte 10 und er hat 7,6. Dazwischen gibt es kaum was. Und er ist wirklich hart. Aber Gott sei Dank, sonst würde ich es ja überhaupt nicht schaffen, er ist sehr spröde. Inga Ludwig ist überzeugt von der magischen Kraft der roten Diamanten. Die 65-Jährige glaubt, wie die Schamanen der Steinzeit, an deren heilende Wirkung und verdient damit ihren Lebensunterhalt auf der Insel. Sie schleift ihre Fundstücke viele Wochen lang im Poliergranulat, bis sie wieder so glänzen, wie sie dem nassen Meer entsprungen waren. Die feurigen Steine verkauft sie dann als Glücksbringer an die Inselbesucher. Rund 1200 Einwohner hat Helgoland. Sie leben fast alle vom Tourismus. 2000 Betten gibt es auf der Insel. Helgolands Ruf als Schnapsinsel lockt auch zahlreiche Tagesausflügler an. Mit kleinen Booten werden sie von den Ausflugsschiffen übergesetzt. Auf Helgoland kann man nämlich steuer- und zollfrei Hochprozentiges kaufen. Viele Spritläden sind in den alten Hummerbuden am Hafen untergebracht. Doch hier leben auch Menschen, die nicht nur Tourismus im Kopf haben. Der Meeresbiologe Arne Malzahn erforscht die Kleinstlebewesen im Meer. In der Biologischen Anstalt Helgoland wurde vor 150 Jahren der Begriff Plankton geprägt. Noch heute hier ein wichtiges Forschungsthema. Ohne Plankton kein Leben. Ein Großteil der pflanzlichen Produktion im Ozean kommt von planktischen Kleinstalgen, also Mikroalgen, die eben den CO2 fixieren und daraus organische Materie aufbauen. Und wenn wir den Teil nicht hätten, dann würde es kein Leben im Ozean geben. In den Säcken züchten wir Mikroalgen unter unterschiedlichen Nährstoffbedingungen. Zu Plankton gehören zum Beispiel Kleinstkrebschen. Der Großteil der planktischen Organismen ist, ich sag mal, unterhalb von 1 Millimeter groß. Das macht aber trotz alledem den Großteil der Biomasse aus, die im Meer zur Verfügung steht. Im Labor wird experimentiert. Draußen im Meer dagegen herrschen echte Bedingungen. Vor 8 Jahren kam Arne Malzahn nach Helgoland, um die komplexe Nahrungskette rund um den Roten Felsen zu erforschen. Täglich fährt er mit dem Forschungsboot raus, um frisches Plankton zu fischen. Helgoland ist ein ideales Revier für die Meeresforschung. Der Felsen ragt tief ins Meer hinein. Der Sockel der Insel ist um ein Vielfaches größer als ihre Spitze über Wasser. Ein einzigartiger Lebensraum für Algen und Quallen. Aber auch für Seehunde und die berühmten Helgoländer Hummer. Das Plankton ist die Ursuppe des Ganzen. Sie haben die Lange Anna umrundet und die Postkartenseite Helgolands erreicht. Das meterlange Planktonnetz mit dem Netzbecher wird nun von Bord gelassen. Etwa 15 Minuten soll es geschleppt und dann mit den gefangenen Mikroorganismen wieder an Bord gehievt werden. Ich finde es einfach spannend. Diese Vielfalt, die man zu sehen bekommt, ist überwältigend. Und es verändert sich über das Jahr sehr stark und ich sag mal, diese Veränderungen live sozusagen mitzuerleben, die hier im Wasser passieren, das fasziniert mich immer wieder. Diese Zooplanktonbeprobungen, die wir machen, laufen jetzt seit über 30 Jahren. Und wissenschaftlich kann man natürlich zwischen den Jahren vergleichen und kann Trends ausmachen. Das Ökosystem der Nordsee ist im Wandel. Die Arten der Kleinsttierchen ändern sich, weil sich das Erdklima ändert. Plankton ist fast unsichtbar. Bis zu 1 Millimeter groß sind die Organismen, die Arne Malzahn aus dem Meer fischt. Die Temperaturerhöhung, die wir messen, geht einher mit einer Verschiebung im Artenspektrum des Zooplanktons auch. Die kleinen Krebschen im Plankton werden kleiner, es sind andere Arten da. Kälteliebende Arten finden wir weniger, wärmeliebende Arten finden wir mehr. Wachsen bald Palmen auf dem Roten Felsen? Die Nordsee wird jedenfalls immer wärmer. Vielleicht herrschen irgendwann wieder subtropische Temperaturen, wie im Erdmittelalter, als der Buntsandsteinfelsen Helgoland entstand. Arne Malzahns Forschung liefert Indizien für den Klimawandel. Nicht nur die Art des Planktons hat sich geändert, auch die Fraßfeinde sind nun andere. Bei Fischen können wir das sehen, dass sich also zum Beispiel der Dorsch, der als Beispiel für eher kälteliebende Art gut genommen werden kann, aus der Nordsee eher nach Norden verschiebt und zum Beispiel die Streifenbarbe, die eher eine wärmeliebende Art ist, von Süden einwandert oder zum Beispiel auch Sardinen und Sardellen. Also Arten, die wir eigentlich eher in der Biskaya oder im Mittelmeer erwarten würden, finden wir vermehrt hier. Das macht mir natürlich schon ein bisschen Angst, weil diese Veränderungen sind jetzt so dramatisch schnell, dass die Organismen wenig Zeit haben, sich anzupassen, was sonst in, ich sag mal, evolutionären Zeitskalen stattgefunden hat, findet jetzt sehr, sehr, sehr schnell statt. Trotz aller Dramatik. Es gibt Dinge auf Helgoland, die Arne Malzahn immer wieder mit der Realität versöhnen. In den Planktonfang sind winzige Organismen geraten, die im Sommer in großen Mengen auftreten und die für das magische Meeresleuchten verantwortlich sind, sobald sie mechanisch gereizt werden. Die Meeresleuchttierchen wurden vor 200 Jahren auf Helgoland entdeckt und hier erstmals beschrieben. In diesem Röhrchen läuft das Gleiche ab, was auch beim Meeresleuchten abläuft. Hier findet eine enzymatische Reaktion statt. Wenn man Energie dazu gibt und das Enzym Luciferase hat und den Farbstoff Luciferin, dann gibt es dieses grüne, fluoreszierende Licht. So ein Abend, wenn man mit dem Boot durch Meeresleuchten fährt, das tröstet schon über viel hinweg und gibt einem doch wieder ein gutes Gefühl, dass vielleicht alles in Ordnung ist oder besser wird. Auch wenn es dann nur für den Augenblick ist, fühlt es sich zumindest gut an. Helgoland. Einsamer Felsen im leuchtenden Meer. Zwischen Helgoland und der Küste ziehen sie ihre Bahnen, die Krabbenkutter. Meistens eingetaucht in eine Wolke von kreischenden Möwen. Das Zeichen eines guten Fangs. Sobald die Netze hoch sind, kommen die gierigen Räuber. Das Objekt der Begierde sind die leckeren Nordseegarnelen, Krabben genannt. Eine Delikatesse, die es in bester Qualität nur im nordfriesischen Wattenmeer gibt. Tag und Nacht, oft eine ganze Woche lang, sind die Kutter kreuz und quer vor der Küste unterwegs. Hunderte Kilometer an den Kanten der Priele entlang, wie die Wasserläufe bei Ebbe heißen. Bis sie ihren Bauch voll haben und den Fang an Land bringen. Der Krabbenkutter Marschenland ist frühmorgens in Friedrichskoog aufgebrochen. Kurz nach Sonnenaufgang der erste Hol, so heißen die Züge mit den beiden Schleppnetzen. Bei voller Fahrt werden sie von Skipper Kai Jesatis ins Wasser abgesenkt. Bis zu 20 Meter tief tauchen die Netze auf den Meeresboden ab. Ob gerade hier Krabben sind, weiß keiner. Also ich weiß wirklich nicht, das kann sein, das kann bombastisch sein und kann auch auf mal tote Hose sein. Das ist vom Luftdruck, von Wind, von der Windrichtung, also hängt von vielen Faktoren ab, wo keiner richtig hintersteigt. Also was eigentlich auch keiner, zum Glück auch keiner bestimmen kann und weiß. Sonst wären die vielleicht auch schon ausgerottet, wenn das einer wüsste. Die Möwen scheinen es dagegen bereits zu wissen. Nach einer Stunde Schlepp hieft Kai die Netze hoch. Die Spannung steigt. Jetzt wird sich zeigen, ob der Skipper mit seinem Kurs den richtigen Riecher hatte. Decksmann Christoph hat seinen Platz im Vorderschiff, direkt an der Krabbenfront. Egal bei welchem Wetter, er ist immer draußen. Der Netzsack ist prall gefüllt. Es wimmelt, aber nur Krebse und Seesterne, der ungeliebte Beifang. Krabben sind kaum zu sehen. Ich kann mit einer Tonne genug verdient haben. Es kann auch sein, dass ich mit 10 Tonnen irgendwie, dass ich 10 Tonnen brauche. Je nachdem, was sie kosten. Ein Krabbenkutter ist eine schwimmende Fabrik im Kleinen. Der Fang wird direkt an Bord verarbeitet. Im Vorderschiff läuft eine Sortiermaschine. Krabben fallen in die Körbe. Noch sind sie unscheinbar grau. Kai Jesatis ist erleichtert. Der Schlepp hat sich doch gelohnt. Der wertlose Beifang geht über Bord. Für die Möwen endlich der Lohn des Wartens. Eine so üppige Tafel finden sie nirgendwo. Decksmann Christoph feuert jetzt den Gaskocher an. Die Garnelen werden gleich nach dem Fang in Seewasser abgekocht, damit sie nicht verderben. Süßlich fischiger Duft steigt auf und umweht den ganzen Kutter. Ein einzigartiges Aroma. Mit Romantik hat die Schufterei an Bord aber nichts zu tun. Nach einer Viertelstunde sind sie gar. Frische Nordseekrabben. Nun haben sie ihre rote, feste Konsistenz. Der begehrte Leckerbissen aus dem Wattenmeer. Hart erarbeitet und handverlesen. Kai und Christoph, die Besatzung der Marschenland. Einer von nur noch 280 Krabbenkuttern an den deutschen Küsten. Von August bis November sind die beiden Männer fast nur auf dem Meer zu Hause. Dann ist die Hauptfangzeit für die Nordseegarnele. Genießer wissen sie zu schätzen. Krabben sind mit das Beste, was die Nordsee kulinarisch zu bieten hat. die strengste Schutzzone des Nationalparks. Hier leben im Wasser Genießer, für die Fische die einzige Nahrungsquelle sind. Zu Hunderten liegen sie in Kolonien auf den Sanden des Wattenmeeres, wo sie ihre Jungen werfen und großziehen. Die Menschen haben den Seehunden in der Vergangenheit das Leben oft schwer gemacht. In den 1970er Jahren waren sie fast ausgestorben. Erst nachdem die Jagd auf sie verboten und der Nationalpark eingerichtet wurde, hat sich der Bestand erholt. Etwa 6000 Seehunde gibt es im Nationalpark heute. In der gesamten Nordsee sind es gut 30.000. Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer hat über 4000 Quadratkilometer Fläche. Mit Abstand der größte Nationalpark in Deutschland. Etwa ein Drittel des Wattenmeers fällt bei Ebbe regelmäßig trocken. Vor den Deichen des Festlandes liegen die Salzwiesen. Seit 2009 gehört diese Welt zwischen Hochsee und Land zum UNESCO-Weltnaturerbe. Ein beliebtes Ziel für Urlauber. Hallo und herzlich willkommen in der Seehundstation Friedrichskoog. Die Seehundstation Friedrichskoog. Hier haben im Watt hilflos aufgefundene Meeressäuger eine zweite Heimat gefunden. Bekannt ist die Seehundstation vor allem wegen ihrer Vorführungen mit einer gemischten Gruppe aus Seehunden und Kegelrobben. Damit verdient die Station das Geld für ihre Forschungsarbeit. Die Stars sind Dauerbewohner der Station. Ganz brav lassen sie sich bei der Fütterung untersuchen, als seien sie zahme Haustiere. Man darf nicht vergessen, es sind Wildtiere, und das ist eben auch dann ein Anliegen von uns, dass den Besuchern, die zu uns kommen, dass das klar ist, dass es nicht die niedlichen Kuscheltiere sind, sondern dass es eben Wildtiere sind, die sehr wehrhaft sind, die beißen können, die uns eigentlich als Feind auch ansehen. Bei uns im Wattenmeer hat der Seehund keinen natürlichen Feind. Da sind wir also praktisch die Störenquelle. Und ja, wie der Umgang, der richtige Umgang mit den Tieren ist. Das versuchen wir hier den Besuchern zu vermitteln, und das ist uns ein wichtiges Anliegen. Die Biologin Eva Baumgärtner kam vor 3 Jahren aus Süddeutschland an die Nordseeküste. Sie will hier nicht mehr weg. Denn sie wird gebraucht von Lilly, Lümmel, Mareike und Hein. Die Tiere wurden verletzt im Wattenmeer gefunden oder sind in der Seehundstation Friedrichskoog geboren. Sie haben sich an Eva gewöhnt und beißen bei der Zahnkontrolle nicht. Als Senioren gehören sie zur Stammbesatzung und erhalten entsprechende Pflege. Wenn ein Tier in Gefangenschaft geboren ist, ist es ja schon recht an den Menschen gewöhnt, und dann ist es in Deutschland verboten, das Tier wieder in freie Wildbahn zu geben. Ganz anders diese niedlichen Jungtiere, sogenannte Heuler. Sie sind hier nur auf Zeit. 50 bis 80 Heuler werden jedes Jahr an den Küsten verlassen aufgefunden und in die Station gebracht. Ihr Heulen hat nichts mit Klagen zu tun. Heulen tun alle Jungtiere der Seehunde. Und das ist ein normaler Kontaktlaut, den das Jungtier hat, um seine Mutter ranzurufen, wenn es zum Beispiel Hunger hat, wenn es nach der Mutter ruft. Und Heuler sind eben nur die Jungtiere, die während der Säugezeit von der Mutter wirklich getrennt wurden. Das heißt, in den ersten Lebenswochen, in denen das Jungtier noch auf die Mutter angewiesen ist, in der es noch Muttermilch trinkt. In einem abgeschiedenen Gehege der Seehundstation werden die Heuler dick gefüttert. Im Herbst soll es wieder in die Freiheit gehen. Niemand außer den Pflegern darf hier rein. Denn die Heuler sollen sich nicht an Menschen gewöhnen, sollen Wildtiere bleiben. Für viele Wochen ist Eva dann Pflegerin und Mutterersatz zugleich für die Kleinen, die oft zickig sind und gerne beißen. Regelmäßig werden sie auch auf Parasiten untersucht. Die Heuler werden meist kurz nach der Geburt gefunden, mit einem Gewicht von 10 Kilo. Sobald sie auf 25 Kilo zugehen, heißt es Abschied nehmen. 8 Heuler sollen jetzt ausgewildert werden. 14, 4. Ich habe Ginger und Maxi. Ja. Wer von denen geht heute, wer geht Samstag? Also Inge geht Samstag, die braucht noch ein bisschen. Wobei, die hat ihr Gewicht auch schon, aber... Ja, und kleiner Onkel war ja der Dickste. Genau. Der hatte irgendwie über 30 Kilo. In der Schubkarre der Rauswurf aus dem Paradies. Für kleiner Onkel, Ginger, Maxi, Inge und die anderen ist Schluss mit der Geborgenheit der Seehundstation. Da hilft kein Heulen. Am Friedrichskooger Hafen wartet bereits das Boot zum Auswildern. Man bedauert es nicht, dass die Tiere gehen. Das ist ein schönes Gefühl. Man hat die Tiere hier 2 bis 3 Monate aufgezogen, hat sich viel Mühe gegeben, dass die rund und dick werden und gesund sind. Und das ist das Ziel der Sache. Und dann ist man froh um jedes Tier, das man auswildern kann. Etwa 2000 Seehunde werden jedes Jahr im Wattenmeer geboren. Gut 600 von ihnen erreichen nicht das erste Lebensjahr. Bei Wildtieren normal. Die 50 Zöglinge aus der Seehundstation sind für die Bestanderhaltung nicht lebenswichtig. Eva Baumgärtner setzt trotzdem gern ihre jungen Heuler aus, denn ihr Zuhause ist draußen bei den Artgenossen im Wattenmeer. Ich bin nicht traurig, wenn die Tiere über Bord gehen. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man weiß, die Tiere können wieder in die Nordsee, da gehören sie hin und nicht hier in Gefangenschaft. Das ist schon ein gutes Gefühl. Deiche und Felder ziehen sich endlos hin. In Dithmarschen geht es weiter nach Norden. Im Binnenland hinter der Küste reiht sich Bauerndorf an Bauerndorf. Hier nisten Störche auf Dächern und den von Menschen extra aufgestellten Pfählen. Das Ziel ist die Region um Büsum. Hier liegt eine der Kohlkammern Europas. Fettes Bauernland bis zum Horizont, ideal für Gemüse. Und für eines ganz besonders gut, für Kohlköpfe jeder Art. Knackig wächst der Weißkohl auf den vom Meer abgerungenen Flächen. Im Herbst ist Erntezeit. Der Boden ist besonders wasserhaltefähig, sodass der Kohl immer eine ganz ausgeglichene Wasserversorgung, Nährstoffversorgung hat. Und dann dieses maritime Klima, keine extremen späten Nachtfröste. Wenn Sie jetzt aufs Feld gehen und schneiden diesen Kohl ab, dieses Knacken und dieses Krachen, das hört man nur, wenn man ihn selber schneidet. Also wenn da wirklich nur lauter pralle Kohlköpfe stehen, dann bin ich ganz stolz und ganz glücklich. Und dann geht mir das so, dass ich so eigentlich fast die Kraft von diesem Feld spüre. Nicht? Wenn Sie über so ein Feld gehen, was richtig prall dort steht und Sie gehen da durch und denken nicht an die sonstigen Probleme, die Sie vielleicht noch haben, dann merken Sie richtig, was für eine Kraft in diesem Feld steht. Rainer Carstens ist einer der größten Kohlbauern in Dithmarschen mit 600 Hektar Anbaufläche. Er hat sich früh dafür entschieden, Landwirt zu werden und die Familientradition fortzusetzen. Schon mit 20 hatte er den ersten eigenen Hof und viele Ideen. Die Erntemaschine mit selbstfahrendem Traktor und Laufband ist eine Dithmarscher Erfindung. Effizient auf den ebenen Kohlfeldern. Geerntet werden 80 Millionen Köpfe pro Jahr. Die Erntehelfer kommen in der Kohlsaison zwischen September und Oktober zu Hunderten aus Polen. Die harte und monotone Arbeit ist nicht beliebt, bringt aber einen ordentlichen Verdienst. Von morgens bis abends ist die Kohlkolonne im Einsatz. Hin und wieder nur eine Zigarettenpause. Bis die Felder abgeerntet sind, der Bioschatz des Marschenlandes gehoben ist. Ein Landwirt möchte Nahrungsmittel erzeugen und möchte diese Nahrungsmittel voller Stolz verkaufen. Wir wollen also gute Nahrungsmittel herstellen, die wir dann irgendwo im Laden wiedersehen und sagen können, guck mal, das habe ich hergestellt und du kannst es essen. Der Westhof. Hier ist Rainer Carstens zu Hause. Er hatte den traditionell bewirtschafteten Gemüsehof schon bald auf Bio umgestellt. Auslöser für ihn war 1986 das Reaktorunglück von Tschernobyl. Seit 1984 sind unsere Kinder geboren, wir haben 4 Kinder. In der Zeit fängt man dann allmählich zu überlegen, was man überhaupt auf dem Teller hat, was man den Kindern geben möchte zu essen. Der größte Teil der Ernte, der Lagerkohl, geht in die Sauerkrautproduktion für die Supermarktketten. Bis auf den Leckerbissen, die Ackerpille, eine extra zarte Kohlzüchtung von Rainer Carstens. Die genießt er persönlich am liebsten mit Butter, Soße und Deichlammfilet. Das Aroma der Küste, Kohl aus Dithmarschen. Schon morgen geht die Ernte weiter. Die Eider. Mit 188 Kilometern der längste Fluss in Schleswig-Holstein. Sie meandert quer durch das Land. In der Wikingerzeit war die Eider die Grenze zwischen dem Frankenreich im Süden und den dänischen Königreichen im Norden. An ihrer 2 Kilometer breiten Mündung beginnt das Wattenmeer der Nordsee. Hier liegt das Eidersperrwerk, eine gigantische Barriere gegen die Sturmfluten. Ein Magnet für Besucher, die frei auf der Galerie zwischen den enormen Fluttoren spazieren gehen können. Bis heute verhindert das Eidersperrwerk bei hohen Fluten das Einbrechen von Wassermassen ins Landesinnere und verheerende Überschwemmungen wie 1962. Günther Andresen ist einer der Schleusenmeister, die rund um die Uhr das große Sihl, das Eidersperrwerk, steuern. Bei auflaufendem Wasser fährt er die gewaltigen Tore runter. Diese Tore wiegen 250 Tonnen. Ein Verschluss wiegt 250 Tonnen. Und wenn ich den in Bewegung setze, von der Höchstlage in die Tiefslage, dauert das auf der langsamsten Stufe dauert das ungefähr 18 Minuten und auf der schnellsten 5. Insgesamt sind es 10 dieser Megatore, die Günther Andresen steuert. Jedes 40 Meter lang, 5 auf der Eiderseite und 5 zum Meer. Jetzt beginnt es in den Becken wieder zu brodeln. Durch die Absenkung auf der Flutseite entstehen gewaltige Strömungswirbel. Die Tore sind, außer bei Sturmflut, nie ganz geschlossen, damit das Tidewasser weiter ein- und ausströmen kann. Mit dem Eidersperrwerk wird der Strom in der Regel nur gedrosselt, damit die Eider bei höheren Fluten nicht über ihre Ufer steigen kann. Hart geht es eben her, wenn wir Sturmflut haben. Wenn Wenn wir hier Sturm haben an der Küste, dann ist es eben so, dass wir hier irgendwo zwischen Windstärken 10 und 12 liegen. Sperrwerk ist geschlossen. Fürs Hinterland besteht somit keine Gefahr wegen der Überschwemmung. Aber wir hier oben haben dann zu tun, um die Tide zu beobachten, die Hochwasserkurve zu beobachten. Schifffahrt kommt dann sowieso nicht mehr, also die Schleusentore sind alle geschlossen, es ist alles pottedicht und wir warten ab, dass der Sturm dann nachlässt. Nördlich des Eidersperrwerks liegt die Halbinsel Eiderstedt. Das Ziel ist das Nordseebad St. Peter-Ording, die letzte Station dieser Küstenreise. Sand und Strand, soweit das Auge reicht. 12 Kilometer lang und bis zu 2 Kilometer breit. Die Pfahlbauten mit ihren Badekabinen, Restaurants und Surfstationen sind das Wahrzeichen St. Peter-Ordings. Sie halten selbst bei Sturmfluten den Wellen der Nordsee stand. Hier ist ihr Revier, der Parcours der Strandsegler. Das ist unbeschreiblich schön, über den Strand zu heizen. Du fährst mit ungefähr 100, 120 km/h, 30 cm über den Boden, der Sand fliegt dir um die Ohren, das Wasser spritzt. Du machst keinen Krach, gar nichts. Du hörst, wie die Räder sich im Sand drehen und das ist unbeschreiblich schön. Marco de Pizzol gehört zur deutschen Nationalmannschaft der Strandsegler und liebt die Schikanen seiner Sandbank. Endlos breiter Strand und harter Sand. Ideale Bedingungen für das schnelle Segeln auf Rädern, das es in Europa schon im 16. Jahrhundert gab. Ich bin hier aufgewachsen. Ich liebe diesen Ort, ich liebe diesen Strand. Ich war schon früher als kleiner Junge immer hier. Die ganzen Sommerferien, sechs Wochen am Stück durchgehen. Jeden Tag morgens früh an den Strand, im Sand gebuddelt, dann später, als ich dann älter wurde, Segelwagen aufgetakelt und den ganzen Tag über gesegelt. Durch die Meeresströmung ist der Strand von St. Peter-Ording ständig in Bewegung. Bei Ebbe tauchen neue Löcher und Priele auf. Neue Herausforderungen ans seglerische Geschick. Im Sommer trainiert Marco täglich auf seiner Hausbahn. Das Strandsegeln ist ein teurer Sport. Ein Hightech-Segelwagen aus Carbon kostet schnell 15.000 Euro. Der 23-jährige Student Marco hat Glück, dass seine Freundin Susanne als Erzieherin früh Feierabend hat. Sie trägt die Leidenschaft ihres Strandpiloten mit. Zu zweit aufgebaut steht das Gefährt in 30 Minuten. Ein eingespieltes Team. Nur Segeln selber ist nichts für Susanne. Ihr ist dieser Sport zu gefährlich. In der Feriensaison ist das Strandsegeln nur morgens und abends erlaubt, um Karambolagen mit Badegästen zu vermeiden. Susanne ist immer dabei. Für alle Fälle. Ich habe viele gesehen, die auseinandergehen, weil der Mann ständig beim Strandsegeln ist. Es ist ein sehr zeitintensives Hobby. So ein Wochenende, das fängt Donnerstagabends meistens schon an und endet dann Montagmittag. Und wenn ich da die Freundin nicht mitmacht, ich glaube nicht, dass wir dann schon so lange zusammen wären. Im Vergleich zu Frankreich etwa ist Deutschlands Strandseglerszene klein. Der schönste Kurs in Europa, da ist Marco de Pizzol ganz sicher, der liegt aber hier, an der deutschen Nordseeküste in St. Peter-Ording.